Ja, jetzt hier im Hintergrund haben wir den Keith Haring. Der Keith Haring, dass der hier steht, das freut mich ganz besonders, weil das ist ja der Keith Haring in Persona und mit dem, was er als Kunst gemacht hat, ist insbesondere bei den Jungen, also Skateboardfahrer oder, und all die ganze Generation ja fast schon ein Idol. Er ist wirklich so der Ausdruck von Jugendlichkeit und von Dynamik. Und die Skulptur hat eigentlich keinen Titel, aber man nennt sie durch den Bauch. Und ich finde, jetzt genau im Schützenmatt-Park kriegt die auch eine völlig spannende Bedeutung, weil auch das entsprechende Publikum da ist. Wenn die würde in einem klassischen französischen Garten stehen, hätte die, ich will nicht sagen, dass sie die Dynamik verliert, aber sie hat sicher eine völlig andere Wirkung als hier, wo dann nachher wirklich drumherum gerannt wird, Fußball gespielt wird, Frisbee gespielt wird, Cup und wie das alles heisst. Also von dort her finde ich das absolut die ideale Skulptur für diesen Park.